Ja, die Karte ist sehr basal, weil es gibt eigentlich eh nur die Brücke, über die du latschen kannst. Gut. Und ein Haufen gemeines Volk und irgendwelche Charaktere von den Kickstarter-Unterstützern. Willkommen in die Fiends Bay, aber benimm dich in unserer Stadt, verstanden? Was? Benehmen? Nee, dann gehe ich doch nicht rein. Hail and well met. Was kann ich für dich tun? Was kannst du mir über die Fiends Bay sagen? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Aber es klingt, als würde dieser Irre von den Dozens Roan wieder Unruhe stiften wollen. Nickt mit dem Kopf Richtung Tor. Er sagt dir bestimmt gerne alles über die Stadt. Durchzogen von der Propaganda der Dozens, versteht sich. Okay. Warum bist du so davon getriggert? Tausend von was? Kommen Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen, weil sie irrtümlicherweise glauben, hier wären die Dinge besser. Das Legacy hätte uns irgendwie ausgespart. Also kommen sie mit keinerlei Aussichten und kaum Geld in der Tasche und machen alles nur noch schlimmer. Da musst du dich von oben bis unten. Nichts für ungut. Nee, alles okay. Ich meine, ich habe ja wenigstens ein bisschen Geld in der Tasche. Ich suche nach einem Tempel von Bodhika. Habt ihr hier einen? Hat sich am Bart. Ich weiß nicht, was du dort willst. Er zuckt mit den Achseln. Wenn du deine Neugier nicht zügeln kannst, musst du nach. First Fires heißt's in Englisch und in Deutsch heißt's Urfeuer. Das ist einer der wenigen Namen, die ich tatsächlich in Deutsch fast schöner finde. Aber ich werde trotzdem bei den Englischen. Okay, dann tschüss. Dann gehen wir mal in das einzige Gebiet, was uns jetzt offen steht. Defiance Bay, the city at the heart of the Deerwoods Revolution, now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by White One's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Anomancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Das klingt ja toll. Überall, wo ich hinkomme, sind sie in Aufruhr. Yay. Na, das ist ja mal schön groß. Das ist mir übrigens erst vor wenigen Tagen aufgefallen, wie genial das eigentlich ist, dass dieser Bezirk Copper Lane heißt, weil das Marktviertel ist. Also da, also die Straße, wo die Leute ihr Kupfer lassen. Ja, es ist simpel, aber es ist irgendwie auch cool. Und ich kann mich über so einen Kram freuen. Wenn ich es beim dritten Mal spielen tatsächlich drauf achte. Katschu, Katschu. Oh Gott, oh Hase, der ist so schlecht. Den erzähle ich lieber gar nicht. Ein Nuss. Those walls surround the whole city? Ja. So ist das in Städten? Hey Leute, was geht denn hier ab?
du bist der Obermann. Ron beobachtet die versammelte Menge mit verschränkten Armen und zusammengekniffenem Mund. Er sieht aus, als wäre er bereit für einen Kampf. Mustert dich. Frei in der Stadt, was? Du kommst zu spannenden Zeiten nach Defiance Bay. Die ganzen Leute fliehen von der Grenze und stellen fest, dass das Legacy hier nicht besser ist. Das sind die Animancer, möge Margaren sie verbrennen. Und die nisten sich in dieser Stadt ein wie Ratten. Was machst du eigentlich hier? Er deutet auf die Menge, deren wütendes Gemurmel die Luft zirren lässt. Ich versuche, die Leute zur Vernunft zu bringen. Wir stecken inmitten einer Krise, und anstatt unsere Stadt von den schändlichen Kräften zu befreien, gewährt der Duke den Beseelern gefährliche Freiheiten. Was weißt du denn über Animancy? Sie beschäftigt sich mit dem Studium und der Manipulation von Essenz, was wie jeder mit einem Funken Verstand weiß, den Göttern vorbehalten ist. Die Ethiraner waren zumindest so klug, sie zu verbieten, was aber auch das einzig Gute ist, was sich über sie sagen lässt. Hey! Sei nicht so! Sie ist nicht wie die Magie, das Zaubern oder das Seelenlesen, das ein Medium beherrscht. Es gibt Animancy seit antiken inquitanischen Zeiten, weshalb diese Beseeler auch oft mit alten inquitanischen Artefakten herumhantieren. Ja, und leider keinen Peil haben, was sie da eigentlich tun, welchen Schaden sie anrichten können. Ja, was ist gebräuchlich, Hase? Und dass es gebräuchlich ist, heißt nicht, dass der Witz nicht trotzdem schlecht ist. Anna hebt die Faust, um unauffällig hineinzuhusten. Nicht als Halbwahrheiten. Aber er spielt es gut, das muss man ihm lassen. Schüttelt seinen Kopf. Das Problem ist, bei der Hälfte der Artefakte haben die Animancer keinen Schimmer, was sie eigentlich bewirken, was sie nie zugeben würden. Exactly. Unser nachdrücklicher Freund hat zumindest in einer Sache recht. Erzähl mir von den Dozens. Er tippt sich auf die Brust. Wir sind eine Organisation interessierter Bürger, die Defiance Bay befreien möchten. Von dem gefährlichen Einfluss der Animancer und von der Tyrannei der Aristokraten, die sie unterstützen. Außerdem sehen wir uns als eine Art Miliz, da die Crucible Knights, so heißen sie, kaum noch mehr sind als eine Schar prahlerischen Jungadels. Ja, die sagen vermutlich über euch ziemlich genau dasselbe. Ja, das habe ich schon verstanden, Harte, aber... Weiß nicht. Ich war voll glücklich, dass ich rausgefunden habe, warum der Bezirk so heißt. Die Dozens sind genau wie eine Miliz, nur ohne Ausbildung und Disziplin und Ehrenkodex. Deine Augen leuchten. Und wir vergrößern uns laufend. Je mehr Leute unserer Meinung sind, desto besser für das Land. Wenn du mehr hören willst, komm noch einmal in Edmaths Lager vorbei, der Expedition teile. Dort gibt es viele Freigeister, die diesen ganzen Unsinn entlarven können, den einen die Adligen und die Animancer glauben machen wollen. Für motivierte Abenteurer gibt es dort vielleicht sogar bezahlte Arbeit. Ja, ja, ich bin motiviert und ich bin Abenteurerin. Perfekt. Ja, aber ich will immer noch was über die Defiance Bay wissen. Das hier ist die Hauptstadt des freien Palatinats des Deerwood. Zunächst waren wir die Hauptstadt einer ediranischen Kolonie, aber wir haben das schlaffe Zepter vor 150 Jahren hinausgeworfen. Wie heute ein wichtiger Hafen, der Waren und Besucher aus aller Welt empfängt. Aber wir, oder zumindest einige von uns, möchten uns den Pioniergeist beibehalten, der uns vor 150 Jahren die Freiheit gesichert hat. Die Stadt ist in 5 Bezirke aufgeteilt. Copper Lane, First Fires, Andros Gift, hier heißt es Farnheim, im Original heißt es Brackenbury und Heritage Hill. Jetzt zieht die Bezirke an seinen schwieligen Fingern ab. Dann erzähl mir doch erstmal was über Copper Lane, wo wir jetzt hier schon drin stehen. Das hier ist Copper Lane. Nein, ernsthaft, ich kann auch Schilder lesen.
Er stampft mit einem abgewetzten Stiefel auf die Pflastersteine. Es ist hauptsächlich ein Marktviertel, aber etwas nördlich von hier liegt auch die Expeditionshalle, wo man sich Ausflüge in die Wildnis anschließen kann. Da treffen sich meine Mitmärtyrer von den Dozens und ich auch mit anderen besorgten Bürgern. Besorgte Bürger, ja. Das ist so eine Phrase, die kann ich echt nicht ernst nehmen. Er deutet auf ein langes Gebäude mit einer Kuppel, das westlich und nördlich von eurem Standort liegt. Und das ist die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Gruseliger Ort, wenn du mich fragst, aber sie haben die größte Bibliothek im Deerwood. Klingt schön. Anana. Gruselig, oh ja. Vielleicht wäre das nicht so, wenn mehr Gestandene sich hineinwagen würden. Vielleicht sollten wir die Halle einmal besuchen, Lynn, und herausfinden, was dort für Geheimnisse aufgedeckt werden. Dann erzähl mir was über First Fires, weil da soll ich hin, um den Tempel von Vodica zu suchen, glaube ich. Die Revolution hat dort begonnen, daher der Name. Ah, okay, das ergibt Sinn. Das war der Bezirk, der zuerst gebrannt hat. Awesome. So würde ich den unbedingt weiter nennen wollen. Heutzutage ist der Bezirk voll mit Politikern und Lobbyisten, aber wir werden ihn eines Tages zurückerobern. Dort findest du den Palast des Dukes, die Velianische Botschaft und Burg Schmelztiege, weiß ich nicht, wie sie original heißt. Vermutlich auch Crucible? Er schüttelt seinen Kopf. Crucible Knights waren die ursprünglichen Freiheitskämpfer in Defiance Bay, aber heute sind sie nur noch eitle Pfaue, die auf schmucke Titel aus sind und den Kopf im Hintern stecken haben. Okay, das wollte ich nie wissen. Es gibt dort auch einen alten Tempel von Vodica. Wir sorgen dafür, dass er immer schön hübsch aussieht. Er zwinkert dir zu. Ja, genau da will ich hin. Dann erzähl mir was über Heritage Hill. Er zittert. Früher war das einer der vornehmsten Bezirke der Stadt. Die Helden der Revolution ließen sich dort nieder, neben einem uralten inquitanischen Turm und dem städtischen Friedhof. Es gab dort die beste Aussicht in ganz Defiance Bay. Heute zieht die Gegend eher reichere Leute an. Viele Gönner der Animacy. Er spuckt aus. Er blickt auf die Menge und senkt seine Stimme. Du hast es vermutlich noch nicht gehört, aber vor einigen Monaten ist dort etwas passiert. Die Behörden haben den ganzen Bezirk abgeriegelt und sagen nichts. Aber ich wette, dass Animacy schuld daran ist. Vielleicht? Aber klingt auf jeden Fall nicht gut. Dann erzähl mir was über Ondras Gift. Der Name kommt daher, dass das Land früher ein Sumpf war, der in kaiserlichen Zeiten trockengelegt wurde. Heute ist es ein zwielichtiger Bezirk, in dem sich Matrosen, einfache Leute und jede Menge Schurken tummeln. Klingt gut. Klingt nach mir. Aber man kann sich dort auch prächtig amüsieren, wenn man weiß, wo. Er zwinkert dir zu und stößt dich mit dem Ellenbogen an. Wenn du mal dort bist, geh in den salzigen Mast. Ansonsten gibt es dort fast nur Lagerhäuser und verlassene Wohnhäuser. Okay, und dann erzählen wir noch was über Brackenbury. Ein angewidertes Geräusch rasselt in seiner Kehle. Die Adligen, die nicht zurück nach Edir segelten, ließen sich dort nieder. Der Stammbaum der meisten Familien dort reicht zurück bis in die alte Kaiserzeit. Abgesehen von vielen abgehalfterten Adligen findet man dort auch das Hatred House, wo Lady Webb und ihre Spione operieren. Und das Sanatorium von Brackenbury, dem obersten Pool der Animancy in der Stadt, spuckt auf die Pflastersteine. Er kann Animancy wirklich, wirklich, wirklich nicht leiden. Okay, lass uns über was anderes reden. Lass uns nicht mehr reden. Katakomben klingt toll. Da geht's dahin, wo ich hin muss. Da geht's dorthin. Da geht's weg. Genau. Da ist eine Taverne. Da möchten wir hin.
Mann, warum darf ich das nicht einfach so klauen? Warum wollen sich meine Leute schon wieder unterhalten? Hey, guck nicht her, ich will deinen Schrank ausräumen. Danke. Jetzt geht's mir gleich viel besser. Aha, das Bild eines Klippendrachen aus dem White March. Okay, schön. It's no trouble. Hope that helps. Ja. Taron hilft mir immer. So, was habe ich da jetzt Schönes gelootet? Oh, mehr Schaden gegen Geister und Gefäße. Nett. Ja, kommt. Eine Frau sitzt alleine an einem Tisch, auf dem sie etwas kreiseln lässt, das sie mit wütenden Augen fixiert. Etwa so groß wie eine Münze. Als sie über eine Kerbe im Holz wackelt, ertönt ein metallisches Klempern. Sie packt den Gegenstand mit einer Hand und schlägt mit der anderen einen halbleeren Kelch auf den Tisch. Lass mich in Ruhe. Okay. Immer ein bisschen angepisst, oder was? Du siehst aus, als könntest du noch ein bisschen mehr zu trinken gebrauchen. Was machst du hier? Was lässt du da? Ja, komm, hier, trink einfach mehr, dann wird's besser. Wir lösen doch hier alles mit Trinken. Funktioniert immer voll gut. Hierhin, okay, wohin? Nimmt einen langen Schluck aus ihrem Kelch. Ich versuche nur, mich zu beruhigen und mir auszureden, etwas Dummes zu tun. Was denn Dummes? Sagt eine Weile lang nichts, als würde sie hoffen, dass du gehst. Schließlich blickt Kenra zu dir auf und das Licht der Lampe fällt auf ihr Gesicht. Ihre Wange prangt ein violett angelaufener Bluterguss. Aus meinem Verlobten Furnish, schätze ich mal, spricht man das aus? Etwas geben. Er scheint dann nirgendwo ohne seine neuen Freunde hinzugehen, und die sind keine sonderlich angenehme Gesellschaft. Hat der dich geschlagen? Schüttel den Kopf. Ich weiß, wie es aussieht, aber du verstehst es nicht. Sieht Pörnisch nicht ähnlich. Das sind neuen Freunde, die sind ein schlechter Einfluss. Ja, bestimmt. Erzähl mir mal von denen. Sie kommen in unser Haus mit ihren toten Augen und ihren schwarzen Zähnen. Ich bin nicht dumm, ich weiß, was das heißt. Fanny schickt mich weg, wenn sie kommen, aber es ist doch offensichtlich, was sie da tun. Als sie das letzte Mal kam, habe ich ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Sollen sie ihren Spaß irgendwo in Ondros Gift haben, aber nicht unter meinem Dach. Und sie zornig die Stirn und zuckt dann zusammen und tastet mit den Fingerspitzen vorsichtig die Schwellung ab. Wer verändert einen? Das ist eine Droge. Sollte man an der Stelle erklären. Der Pörnisch, den ich kannte, hätte nicht einmal eine Spinne zerquetscht. Ich hätte nie gedacht, dass er stumpf, noch immer ihr geschwollenes, verfärbtes Gesicht berührend. Was ist überhaupt Swerf? Warst du schon mal bei den Crucible Knights? Ich kann mit ihm reden. Survival 2?
Aber Swift macht die Leute ruhig und teilnahmslos. Es sollte sie nicht gewalttätig machen. Oder Intelligenz 10. Ich dachte, wer das Zeug nimmt, liegt nur herum und tut nichts. Wie heißt was im Englischen? Die Droge, die heißt genauso. Ich sag mal, das sollte die Leute doch eigentlich ruhig und teilnahmslos machen und nicht gewalttätig. Kenra zuckt mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Es erschien mir besser, als zu glauben, dass es schon immer so war. Ich kann ja mal mit ihm sprechen. Ich kann mit ihm ein, naja, nicht Suchtpräventionsgespräch, aber ein Suchtgespräch führen und ihn wieder auf den rechten Weg bringen. Ich bin eine ganz tolle Therapeutin. Ich habe dem Meerwold auch die vielen Persönlichkeiten wegtherapiert. Das hat ganz hervorragend geklappt. Ganz toll hat es geklappt. Er hat jetzt gar keine mehr. Also nicht mal seine eigene. Die Hand ruht auf dem Tisch und sie ballt sie so fest zu einer Faust, dass die Knöchel weiß hervorstehen. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Es ist vorbei. Ich will ihm nur das hier zurückgeben und einen Schlussstrich ziehen. Sie öffnet ihre Hand und ein Ring fällt klimpernd auf den Tisch. Der hat's aber ordentlich verkackt. Arme Frau. Oh, und weil ich schon 2 Reputation in ehrlich habe? Er gehörte seiner Großmutter. Selbst nach allem, was geschehen ist, konnte ich ihn nicht verkaufen. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich selbst gehe. Verliere die Beherrschung und hole mir wahrscheinlich noch so etwas. Sie deutet auf ihr Pfeilchen. Aber ich habe gehört, dass du vertrauenswürdig bist. Von wem auch immer sie das gehört hat in der kurzen Zeit, wo ich gerade erst vor 5 Minuten in die Stadt gekommen bin. Wenn du ihm das hier gibst, weiß er, dass es aus ist. Ich finde das toll, wie Leute auf meine Reputations reagieren, die mich literally noch nie irgendwo haben mitbekommen können, wo ich gerade erst überhaupt frisch in der Gegend bin, gerade das erste Mal in der Stadt bin und irgendwie vor ein paar Minuten erst durch die Stadttore gekommen bin. Aber die wissen schon, dass ich absolut ehrlich bin. Keine Ahnung, heftet Lynn sich ihre Reputations vorne an die Lederrüstung dran? Übrigens, ich habe 2 Punkte in ehrlich. Das ergibt halt irgendwie überhaupt nicht wirklich Sinn. Ja, ich bring deinen Ring zu deinem Mann. Blickt dich an und nickt. Das Haus liegt ein kleines Stückchen nördlich von hier, aber bitte tu ihm nicht weh. So zornig ich auch bin, ich will mein Gewissen nicht damit belasten. Ja, was möchtest du denn von mir? The dozens. Pretty sure you won't find one among them who stood within 100 miles of that bridge when the Godhammer went off. Too bad, too. Soon there'd be less of them. Warum nennen sie sich denn die Dozens? Es waren 12 die Wälder, die außerhalb der Zitadelle von Helgoth darauf warteten, dass Whitehorn die dortige Brücke überquert. Sie mussten ihn dort lang genug bis zur Detonation des Godhammers aufhalten, also taten sie genau das. Okay, und was ist ein Godhammer? So nannten sie die Bombe, die Whitehorn in die Luft sprengte. Viel mehr als das weiß ich nicht darüber. Wenn etwas einen Gott tötet, dann muss man ihm wohl einen Namen geben. Jupp. Und warum magst du die da sonst nicht? Ach, nichts Schlimmes. Nichts, das ich nicht auch gegen viele andere Leute hätte. Die Dozens nehmen die Dinge gerne in die eigenen Hände. Manchmal wird es dann ziemlich hässlich. Hier in Gilded Vale? Wir sind nicht in Gilded Vale? Gibt es keine, aber sie würden sich hier sehr zu Hause fühlen. Sie wählten diesen Namen aus, damit sie sich ungeachtet ihrer Taten immer im Recht fühlen konnten. Mit Ehre oder Aufopferung hat das nichts zu tun. Wenn sie sich besonders rechtschaffen fühlen wollen, berufen sie sich auch gerne auf Margron. Irgendwie glaube ich nicht, dass dieser Haufen sie sonderlich beeindrucken würde. Ich glaube auch nicht, dass Durance Margron sonderlich beeindrucken würde, aber er ist trotzdem ihr Priester. Ich bin sicher, dass es sie gerne jedes Mal, wenn sie ihren Namen verwenden, in Brand stecken würde, aber gegen sowas haben die Götter wahrscheinlich Regeln. Oh, das wäre witzig, wenn die jedes Mal in Flammen aufgehen würden.
Leute verstecken sich gerne hinter Symbolen, damit man sie nicht in Frage stellen kann. Es muss genügend andere Gruppen geben, die bessere Abbilder ihrer Vorbilder abgeben. Abbilder ihrer Vorbilder abgeben. Ja, das ist eine tolle Formulierung. Okay, schade, sowas würde ich mir gerne mal ansehen. Sicherlich hat Makel und würdigere Anhänger. Ja, das mit dem Sigenius ist mein Flammenhof würde ich mir wirklich gerne mal ansehen. Weiß mir, dass die Götter gerecht sind. Oh, was gebe ich für ein bisschen davon? Okay, dann Flaschen weitergehen. Gute Idee, ja, cool. Good day to you. Der Mann hinter dem Tresen ist beinahe so groß wie ein Amor. Ein Griff ragt hinter seinem Rücken hervor und sein Gesicht ist ein permanentes, stoisches Stirnrunzeln. Er nickt dir leicht zu. Kommst du zum Trinken? Vor ihm steht ein winziger Zinnkelch. Er dreht ihn in einer Hand, trinkt aber nicht daraus. Schon ganz schön viel los hier. Das Gasthaus wurde in der Frühzeit der Unabhängigkeit des Deerwood gegründet von einem reisenden Gelehrten namens Errol von Levy. Der arme Kerl. Er wollte einen Ort schaffen, an dem gestandene jeder Herkunft sich versammelt und über die Belange ihres neuen Landes sprechen konnten. Er legt seine Ellbogen auf das polierte Holz des Tresens. Dauerte nicht lange und es war hier gerammelt voll. Adlige aus Brackenbury diskutierten mit Dockarbeitern aus Ondra's Gift, während Soldaten mit Politikern zanken. Die Tierwälder sind nicht dafür bekannt, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und aus dem winzigen Kelch. Ja, das ist mir bewusst geworden. Ja, das wird bestimmt interessant. Vielleicht kamen auch Gestandene von den Höfen und aus den Siedlungen. Er deutet auf die Tür, als würde er damit rechnen, dass eine große Menschenmenge hineingetorkelt kommt. Gasthaus wurde unter velianischen Matrosen noch beliebter als der salzige Mast. Und das war das Problem. Er hat seinen Kelch. Was die Leute über Toleranz und Streitkultur sagen, irgendwann kommt jeder an seine Grenzen. Harold fand sich plötzlich auf der falschen Seite eines Streits mit dem falschen Thane wieder. Thanes sind sowas wie Grafen, kleinere Lords, was, also Landbesitzer, niedere Adel, sowas in der Art. Und als er einige Tage später spurlos verschwand, sagten manche, eben dieser Thane sei daran schuld. Er zuckt die Schultern und legt die Hände breit über den Tresen, während er den Raum überblickt. Aber Errol wusste, aus welcher Richtung der Wind geweht kam. Wenn du mich fragst, ist er aus der Stadt verschwunden, hat sich irgendwo versteckt und gehofft, dass vernünftigere Köpfe sich in Defiance Bay durchsetzen. Er grinst schief, wenn er es jetzt nur sehen könnte. Okay, erzähl mir was über dich. Ich heiße Bishop, war früh Gelehrter Barrow. Jetzt bin ich Wirt im Fox and Goose und sorge dafür, dass niemand Ärger macht. Er bewegt sich ein wenig und du siehst einen Kriegshammer, den er am Rücken trägt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie wird man vom Geistlichen zum Wirt? Die Reise ist nicht so lang, wie man denkt. Es fing mit den Hollowborn an. Und damit. Er holt eine schwarze Flasche von unter dem Tresen hervor und füllt den Zinnkelch. War der Sohn meiner Schwester. Er nimmt einen Schluck. Ganz am Anfang von Whitewinds Legacy. Er war einer der Ersten. Ich hätte nie gedacht, dass nach ihm noch so viele kommen würden. Tragödien sind Teil des Kreislaufs, doch auf sie folgt die Wiedergeburt. Und doch trauerten jedes Jahr mehr Eltern um ihre hollowborn Kinder. Und die Götter blieben stumm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Götter vorhaben, da irgendwie viel dran zu tun. Sonst hätten sie es vermutlich schon. Welche Antwort hast du denn von ihnen erwartet? Also hast du deinen Glauben verloren? Ich sag mal, das ist hart. Er nimmt sich nach vorne, die Arme auf dem Tresen verschränkt. Barrett verspricht die Wiedergeburt, Kreisläufe, aber der einzige Kreislauf, den ich finden konnte, war dieser hier. Er klopft auf den Tresen. Trinken, noch mehr trinken und noch mehr, bis ich nicht mehr wusste, wie ich überhaupt nach Hause gekommen bin. Aufwachen, wiederkommen. Schließlich wachte ich eines Tages auf und meine Familie hatte die Sachen gepackt und war fort. Vielleicht waren sie schon seit Tagen weg und ich hatte es nicht gemerkt, aber sie waren weg. Also kam ich hier. Okay.
wäre vielleicht der Punkt gewesen, wo man mit dem Trinken aufhört und versucht, es mit seiner Familie noch mal irgendwie gut zu machen, wenn es nicht schon zu spät ist. Seitdem habe ich mich gebessert. Nicht, dass ich meine Antworten gefunden hätte, er leert den Kelch. Ich habe nur aufgehört, Fragen zu stellen. Okay, also die Besserung besteht darin, dass du jetzt gar nichts mehr erwartest und einfach weiter trinkst wie vorher, nur dass du es jetzt in der Taverne tust und den anderen auch was zu trinken abgibst. Awesome, das klingt voll nach einem Konzept. Was hast du denn so für Zimmer? Oh, er hat auch einen Laden. Gibt's was Cooles? Oh, Hundi! 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 Ja, den Hundi können wir uns. Wahrnehmung und Geschlossenheit. Kann ich nicht alles lesen? 2 Decks, ein Survival und 10 Verteidigung bei ich weiß nicht was. Band mit Int und Law. 1 Athletics, 1 Mechanics und 5 Fernkampf. Ja, nehmen wir das doch mal. Oh, wie süß, das heißt tatsächlich Fuchsbau. Also das ist vermutlich gar nicht wirklich ein Insider oder sonst irgendwas, aber das klingt so schön nach Harry Potter.